Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex 2. Schauen wir mal gerade, was hatten wir denn eigentlich noch? Ach ja, genau, Kaya wäre noch da. Ich glaube, das hatte ich auch als nächstes ausgewählt. Mhm. Ja, schauen wir mal noch ein bisschen nach dem neuen Elex, was das so zu bieten hat. Ich glaube, sonst konnte ich auch erstmal nicht allzu viel Neues hier mitnehmen. Dann komm doch mal. Commander, oh. Ich muss eine Meldung machen. Warum so förmlich? Was ist los? Ich habe eine seltsame Situation entdeckt, Commander. Seltsam? Was ist denn das für eine Wortwahl? Du meinst sicher etwas für dich Unerklärliches. Verstehe ich das richtig? Ja, Commander. Ich habe den Androiden Falk die letzten Tage des Öfteren die Bastion verlassen sehen. Und zwar ganz allein, ohne offiziellen Auftrag. Falk ist ein freier Mann. Er kann tun und lassen, was immer er will. Schließt das auch geheime Treffen mit Auftragskillern ein? Wie bitte? Wie kommst du auf so etwas? Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Falk trifft sich in vielen der oben genannten Fälle mit einem Mann namens Connor. Laut meiner Datenbank ist er ein vielfach gesuchter Mörder. Das klingt tatsächlich etwas seltsam. Mir gegenüber hat er jedenfalls noch nie etwas über einen Connor erwähnt. Ich markiere dir den aktuellen Treffpunkt der beiden in deinem Adjutor. Er ist unweit der Bastion und sollte schnell zu finden sein. So wie sich die Situation abzeichnet, ist Falk gerade in diesem Moment auf dem Weg dorthin. Okay, danke, Kleiner. Ich sehe mir das mal an. Stand by. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Danke. Das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Ich muss weitermachen. Okay, gut. Dann machen wir vielleicht das zuerst. Ist direkt da oben. Na gut, da lohnt es sich nicht großartig rumzulaufen. Wer kommt denn da mal mit? Du kannst ja trotzdem mal mitkommen, ne? Wohl, wahrscheinlich haben wir Falk dann gleich eh mit an der Backe. Wir schauen einfach mal. Lass uns doch mal loslegen. So, es ist auch tatsächlich das neue DirectX 12 Update, das jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Oder vor einigen Tagen wahrscheinlich, wenn die Folge veröffentlicht wird. Ja, ich wollte irgendwie nochmal, ja, kannst mal wieder ein bisschen Elex weiter aufnehmen. Und dann war direkt mal so ein 25 GB Update angestanden. Gefühlt viel besser läuft es nicht als vorher. Hm. Aber ich nehme jetzt auch gerade mit dem Afterburner auf und nicht mehr mit Dextree, weil das, glaube ich, seit dem letzten Windows-Update wieder nicht funktioniert. Und da ja da seit, weiß ich, 3 oder 4 Jahren mittlerweile nichts mehr dran geändert wird oder gemacht wurde vom Entwickler. Befürchte ich, kann ich das so langsam dann doch mal beerdigen. Das Programm. Schade, hat mir eigentlich bisher immer die besten Ergebnisse geliefert. Macht zwar riesige Dateien, aber ich habe jetzt 4 Terabyte Aufnahmeplatte. Das ist mir halt egal. Dafür geht die Nachbearbeitung schneller als bei den meisten anderen Programmen. Oh. Okay, ihr macht da noch ein bisschen Schaden.
Aber ich ja mittlerweile auch. So, fröhliches Brennen. So lobe ich mir das. Ja, die Frage ist, was ist mit Falk? Weiß er es nicht besser? Hat er einen Grund? Hat er keinen Grund? Wo die Lichteffekte gesehen, gefühlt doch besser aus als vorher. Ja, ich glaube, ein bisschen was hat sich dann doch hier schon getan. Okay, ein wenig Loot, das ist sehr freundlich, dankeschön. Okay, du bist es also. Du weißt... Ach, Scheiße. Wer bist du denn? Falks Kumpel oder was? Ich hab schon so etwas geahnt. Das war das letzte Mal, dass ich dieser stinkenden Maschine vertraut habe. Oh. Das ist jetzt unfreundlich. Okay, Falk, was war das denn jetzt? Na, ich glaube, noch mal ein bisschen hochheilen. Theoretisch müsste ich ja irgendwo so ein Gegenmittel haben, ne? Ich bin nicht gut genug. Ah. Falsch. Ah, meine Heiltränke gehen zu Neige. Und zwar sehr, sehr deutlich. Wasser brauche ich, glaube ich, auch für die Elex-Tränke. So, lecker, lecker. Hey, was soll der Blödsinn? Was meinst du? Meine Drohne erzählte mir, dass du neuerdings mit Auftragskillern und Mördern verkehrst. Hat sie das gesagt? Allerdings, meine Drohne sagte auch etwas von einem gewissen Connor. Er sei ein Mörder und du sollst dich mit ihm häufiger treffen. Und wenn man gesehen hat, wie unentspannt dein neuer Freund war, hatte meine Drohne ja offensichtlich recht. Tut mir leid, dass ich dir Kummer gemacht habe, aber... Ja, Kummer. Ich mache mir Sorgen um dich, Falk. Ich kann es dir erklären. Da bin ich ja mal gespannt. Connor gehört zu einer größeren Gruppe von Banditen. Sie nennen sich selbst die Sykes. Das wird ja immer besser. Connor hat sich für mich als hilfreicher Mentor erwiesen, was die negativen Eigenschaften der Menschen angeht. Negative Eigenschaften, Falk? Was hast du getan? Um menschlicher zu werden, habe ich eine Vielzahl von Aufträgen angenommen, die ich alle mit Erfolg absolvieren konnte. Aufträge? Was denn für Aufträge? Meistens ging es um das Töten von anderen Menschen. Vornehmlich solche, die leicht zu erledigen waren und die eine Menge wertvolle Dinge dabei hatten. Oh Mann. Im Gegensatz zu den Experimenten, die ich mit dir zusammen durchgeführt habe, sind diejenigen, die Connor überwachte, wie soll man es formulieren? Okay, okay, komm, ich verstehe, was du meinst. Der böse Weg ist meistens der einfachere. Und ja, auch das ist menschlich. Ob mir das nun passt oder nicht. Aber ein ganz entscheidendes Detail würde mich dabei interessieren. Du hast die Inhalte deiner Experimente mit mir als dein Mentor immer selbst bestimmt. War das bei Connor auch der Fall?
Nein, sowohl die Inhalte als auch die konkreten Missionsziele kamen ausschließlich von ihm. Falk. Wieso? Du bist der Auftragskiller für eine Bande mit ganz üblen Burschen. Bist du dir darüber im Klaren? Nun, ich habe doch nur... Du bist eine Marionette, ein Handlanger. Du tötest Menschen. Und das nur für Elexid oder andere Wertsachen. Menschen tun eine Menge irrationaler Dinge. Doch jemanden der eigenen Spezies zu töten, um sich daran zu bereichern, gehört zweifelsohne nicht dazu. Es erfüllt einen Zweck oder etwa nicht? Das ist bösartig, Falk. Es ist menschlich. Das hast du selbst gesagt. Also, wo ist jetzt mein Denkfehler? Okay, vergessen wir die Sache, aber wir werden deine miesen Freunde loswerden müssen. Die Psykes? Warum? Was ist das Problem? Wenn du weiter mit mir zusammenarbeiten willst, dann wirst du diesen Kontakt zu ihnen abbrechen müssen. Diese Kerle haben dich momentan voll unter Kontrolle. Sie werden sicher ungemütlich, wenn du nicht mehr auf ihre Befehle hörst. Und ich glaube kaum, dass sie es dann auf sich beruhen lassen und auf ihre lukrativen Nebeneinnahmen verzichten werden. Das wäre möglich. Also, was ist dein Vorschlag? Wie räuchern die Psykes aus? Sag mir, wo ich sie finden kann. In Ordnung. Das werde ich. Sag mir einfach, wann du aufbrechen willst. Gehen wir und mischen die Psykes auf. Gut. Ich zeig dir, wo sie zu finden sind. Folge mir. Da drüben haben die Psykes ihr Hauptquartier. Die meiste Zeit steht es leer und die Psykes sind anderweitig unterwegs. Aber vielleicht haben wir Glück. Okay. Weiß ich auch nicht. Geh du vor. Ich bin direkt hinter dir. Ja, sieht zumindest mal so aus, als wäre hier ein bisschen was los. Allerdings kriegen wir vielleicht auch Unterstützung von dem da oben. Oder auch nicht. Hi. So nicht. So schon. Okay. Ah, das ist Falk, okay. Bin gleich wieder da. Ich muss looten. Okay. Ja, das sieht mir doch ein bisschen zu sehr nach Fight geradeaus. Na gut, das ist jetzt nicht so unsonderlich effektiv. Schade. Autsch. So. Geht da unten ab? Ja, seit die ist alles grau. Hm. Gut, dann mach du mal noch deinen Angriff hier. Warte, ich ziehe mich nochmal zurück, das.
Hallo, Wache. Habt ihr Bock, hier zu helfen? Schalt mir so. So, diesen von uns. Du hast ja recht. Der böse Weg ist zwar der einfachere, jedoch birgt er auch eine Menge Gefahren, die ich nicht leugnen kann. Ich glaube nicht, dass die Psykes einer Bitte nachkommen würden, die mich aus ihren Diensten entlassen würde. Einmal dabei kommt man nicht wieder heraus. Ja, das heißt, wir müssen halt alle töten. Kein Problem. Das werden wir schon hinkriegen. Waren das eigentlich schon alle? Ja, da oben sind noch welche. Ich dachte gerade schon. Sehr schön, mehr dunkles Elex. Wie lange die Halbwertszeit einer solchen Fabrik wohl unter normalen Umständen war? Es gibt keine Normalität. Nicht mehr. Du meinst, die Antwort auf meine Frage ist unmöglich zu bestimmen? Nein, aber zerbrich dir lieber über sinnvollere Dinge den Kopf. Wenn du das alles gewusst hast, wie konntest du dich dann darauf einlassen? Ich muss Risiken eingehen, sonst werde ich in dieser Welt nichts bewegen. Doch das will ich. Ja, macht ja Sinn. Okay, dann schauen wir mal. 8, 5, 1 und 4. Gut, 5 stimmt. 8 ist an der falschen Stelle. Muss die an den Schluss. Wie wäre es denn mit 7? Einer 2 und die 8 kommt dann dahin. Gut. Dann bleibt eigentlich nur noch die 0. Schön. Geht doch. In der Tat. Deine Willensstärke ist unermesslich, das ist wahr. Du bist ja auch eine Maschine. Es klingt alles so einfach, wenn du das so sagst. Ist es aber nicht. Das kann ich dir versichern. Okay. Dann dürften wir hier erstmal nichts mehr haben. Der Rest scheint sich dann da hinten irgendwo noch rumzutreiben. Gut. Was passiert noch? Naja. Ruhe bewahren, Notruf an die 722 absenden, Unfallstelle sichern, erste Hilfe leisten, eigene Sicherheit beachten, gefährdete Personen mitnehmen, gekennzeichneten Fluchtwegen folgen. Hoffen wir doch mal, dass das funktioniert. Hat. gut, du bist dann hier irgendwo. Ah. Da. Hi. Oh. Das wäre ganz gut, weil der nämlich sich Schaden macht. So, hier fehlen noch zwei Psychos, die wahrscheinlich dann oben sein. Dietrich, Geld. Sehr schön. So lobe ich mir das. Okay, ja, hier werden dann die ganzen Schlafstätten
meine, da können wir auch noch ganz gut mit umgehen. Eine Etage höher, bitte. Na ihr? War es das jetzt? Ja, die Psykes sind erledigt. Gut, dann können wir ja zur Tagesordnung übergehen. Nein, das können wir nicht. Du hast dich und vor allem andere Menschen in deinem Umfeld in größte Gefahr gebracht. Das kann und will ich nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich verstehe. Aber was willst du denn machen? Ehrlich gesagt weiß ich das noch nicht. Ich werde mir überlegen müssen, wie ich wieder Vertrauen zu dir aufbauen kann. Ich muss mich auf dich verlassen können. In Ordnung. Ich verstehe das. Ich werde mir ebenfalls Gedanken machen. Ja, das solltest du. So ein Debakel wie mit dem Sykes darf sich nicht noch einmal wiederholen. Okay, ich habe verstanden und werde mich danach richten. Cool. War das? Schnappen wir Zeug noch gerade. Hier ist, glaube ich, bis auf Betten dann nichts Interessantes mehr, oder? Ah, Essen. Noch ein Tresor. Cool. Schauen wir doch da mal rein. Vier, acht, zwei, fünf. Zwei stimmt, vier, acht ist falsch. Dann probieren wir einfach mal die sechs hier. Die werden ja dann wahrscheinlich vertauscht sein. Suchen. Ne. Kommt die 8 dann Anfang auf jeden Fall. Gut, das wäre dann auch eindeutig. Geht doch. Jemand Geld gelagert. Cool. Die Latte noch einstecken. Ah, hier draußen. Leckeres Knoblauchbrot. Treibstoff, auch nicht schlecht. Haben wir die Hälfte mittlerweile eigentlich? Na gut, dann haben wir das. Ich glaube, dann können wir wirklich dann mit... Oder machen wir die Hauptquest? Ne, ich will, glaube ich, erst wieder Nebenquests machen. Lohnt sich diese Fabrik hier zu untersuchen? Frage ich mich gerade. Ist ja doch ein ziemlich großes Gebiet hier. Na gut, wir hätten auch ja notfalls einen Schnellreisepass da. Okay, gut. Okay, Falk, du hast dann gute Dienste geleistet auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Seinem Herzen zu folgen scheint mir nur logisch. Seinem Herzen zu folgen scheint mir nur logisch. Okay. Scheinbar können wir dich nicht... Ja gut, du warst offiziell kein Partner für die Mission, glaube ich. So, da bist du. Komm mal mit. Hey, meine Späher vermuten, dass sie fündig geworden sind. Eine Gruppe von jungen Hetzern wurde im Hinterland von Ignadon gesehen. Sie schwören, sie hätten diese Leute noch vor ein paar Tagen in den Ruinen dort herumstreunen sehen.
Frisch gewandelte Soldaten der Skyans. Das sollten wir uns sofort ansehen. Sehr gut, dann nichts wie los. Sieh dir das an. Es sieht fast so aus, als wären sie nie etwas anderes gewesen als Hetzer der Skyans. Ganz schön beängstigend. Ich will nicht als Hetzer für den Rest meiner Tage den Skyans dienen. Musst du nicht, wenn wir es verhindern können. Na schön. Wir werden sehen. Ah, mein Kopf! Noch jetzt gerade erst. Ich muss mich konzentrieren. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Haben wir doch gerade erst gemacht. Tja dann, nutzt ja nichts. Geh vor, ich bin direkt hinter dir. Na, ich glaube, anschleichen können wir da nicht, ne? Na, können wir tatsächlich? Eine Tragödie. Schlimm ist, dass sie zwar intelligenter sind als die Skyaniden, jedoch genauso verbissen und verblendet handeln. Ich muss jetzt am Ort der Wandlung meine Sinne einsetzen. Bring mich dorthin. Mach das, ich plündere aber erst noch eine Runde. Da haben wir den Kollegen. Warte einen Augenblick. Gerne, gerne. Sonst aber auch nichts so Interessantes hier, muss ich ja zugeben. Es ist sehr schwer, das Leiden dieser Menschen zu ertragen. Und ich weiß nicht, was beunruhigender ist. Die Tatsache, dass die jungen Hetzer hier das dunkle Elex zu kontrollieren scheinen, oder... Ja? Na, diese Kerle haben offensichtlich nach Elex gesucht und auch einiges davon gefunden und es in sich aufgenommen. Was ist daran so interessant? Nun, dass es kein dunkles Elex war. Es war unser Elex. Die Skyans können also auch das blaue Elex verwerten. Das ist nicht gut, oder? Ganz und gar nicht. Stell dir vor, du hast eine Armee von solchen Soldaten, die unser Elex und Mana nehmen und es in ihren verseuchten Körpern verwerten. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis das blaue Elex Magallans vollständig mit dem dunklen Elex vermischt ist. Man könnte auch sagen, es wird kontaminiert. Bedeutet das, dass es bald nur noch eine Art von Elex geben wird? Das dunkle Elex? Entweder das oder zumindest eine Mischung aus beiden Derivaten. Ob es danach auch wieder getrennt werden kann, das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann aber spüren, dass diese Kerlchen hier mit den Stimmen des Elex kommuniziert haben, genau wie ich es tue. Die Skyans haben also nicht nur die Kontrolle über alle Derivate des Elex, sie kommunizieren auch mit dem Stimmenkollektiv des jeweiligen Derivats? Sieht fast so aus. Ein Hetzer ist jedoch nur der unterste Rang der Skyans und noch nicht so versiert im Umgang mit dem Elex. Ich müsste vielleicht eher einen jungen, frisch gewandelten Kurator analysieren, um mehr dazu sagen zu können. Wenn es diese überhaupt gibt. Vielleicht finden meine Speer ja einen oder zwei. Dann wissen wir mehr. Ich halte dich auf dem Laufenden. Dankeschön. So, da haben wir auch ihre Loyalität wieder. Das ist doch wunderbar. Na, warm. Warm ist es. Gut, aber dann sollte es auch für diese Folge gewesen sein. Hat sich ja gelohnt, hier nochmal reinzuschauen.
Ein großer Ilex-Trank. Den gönnen wir uns doch direkt mal. Cool. So, ja, ich muss mal Heiltränke machen bei Gelegenheit tatsächlich. Geht Geschick runter. Den haben wir gerade dran. Na, ich muss mal gucken. Aber schon halb die nächste Stufe erreicht. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.